Herzlich willkommen zu MaxTube News im Sommer 2015. Die NASA fliegt zum Pluto, die MES schafft es immerhin bis in die Stratosphäre. Der SOK-Kurs CANSAT baute einen Satelliten und schickte ihn mit einem Wetterballon in eine Höhe von 25 Kilometern. Nach knapp 2 Stunden Flug landete der Satellit in Jena und konnte von den stolzen Schülern geborgen werden. Einen Sommernachtstraum erlebten die Besucher der Theateraufführung des Kurses Darstellendes Spiel im beruflichen Gymnasium. Frei nach Shakespeare lieferte die Theatergruppe in 3 Aufführungen eine tolle schauspielerische Leistung. Angehende zahnmedizinische Fachangestellte besuchten im Rahmen ihres Berufsschulunterrichts die Stadtschule in Alsfeld und zeigten den Grundschülern, wie sie ihre Zähne optimal pflegen können und welche Bedeutung eine gesunde Ernährung für die Zähne hat. Zum Ende des Schuljahres stellten eine ganze Reihe von Klassen ihre Projektarbeiten vor. Kollege Hanisch präsentiert eine Auswahl. Nach Wochen der Planung und Konstruktion, nach der Umsetzung der Pläne mit Schweißgerät, Lötkolben, Drehbank oder CNC-Fräse präsentierten Schüler und Studierende verschiedener Fachrichtungen und Schulformen kurz vor Jahresende ihre Projektergebnisse und demonstrierten so auf beeindruckende Weise den Praxisbezug der Ausbildung an der MES. Aber auch in den künstlerischen Projekten zeigte sich die Vielfalt unserer Schule. Oh, Leute, was eine Hitze. Sorgt doch mal irgendjemand für ein bisschen Frischluft. Kommt sofort. Zum Treffen der mittelhessischen Europaschulen in Wetzlar reisten 2 Schüler der MES mit dem Elektromobil der Schule an. Die MES Energie stellte dort zum Jahresthema Natürlich Europa verschiedene Schulprojekte zu den Themen Nachhaltigkeit und Energie vor. An der Max-Eid-Schule werden Flüchtlinge aus Ländern wie Somalia, Eritrea und Afghanistan unterrichtet. Beim Fest der Kulturen stellten sie verschiedene Rezepte und Musik ihrer Heimatländer vor. Ein Quiz mit Fragen zu den Ländern war auch für die Lehrer nicht einfach zu lösen. Veranstaltungsplanung, Marketing, Dekoration und Eventküche. Die Hauswirtschafter und Hauswirtschafterinnen der Klassen 10, 11 und 12 HW lernten in einer 40-stündigen Zusatzqualifikation alle Facetten des Eventmanagements kennen und genossen am Ende die Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Schülervertretung der MES war im Atrium aktiv. Kollege Hanisch weiß mehr. Die Schülervertretung hat das Atrium neu gestaltet. Nach einer intensiven Reinigung und Entfernung der ehemaligen Buhlbahn wurde unter anderem auch ein neues Sonnendeck mit Geldern des Fördervereins und der Elternspende gebaut und bei einem Grill and Chill eingeweiht. Vom Kreis bekam die SV hierfür im Gestaltungswettbewerb der Schulen einen Sonderpreis über 250 Euro. Die Schulinspektion war zu Besuch an der Max-Eid-Schule. Dieses Mal wurde das Qualitätsmanagement der Schule unter die Lupe genommen. Die Inspektoren sichteten Unmengen von Akten und führten eine Reihe von Interviews mit Schülern, Lehrern und Betrieben. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Nach einem Jahr intensiver Arbeit des Leitprojekts Qualitätsmanagement bewertete das Kollegium die Leitsätze für das neue Qualitätsbild der Max-Eid-Schule. Diese Leitsätze werden in Zukunft helfen, die Arbeit der MES noch effektiver und professioneller zu gestalten. Grill That! Unsere Reihe zum experimentellen Grillen geht in die 2. Runde. Kollege Hanisch, was liegt heute auf dem Rost? Heute ist die Kokosnuss dran, Kollege Schäfer. Aber weißt du was? Ich hol dich mal schnell rüber. Oh, wenn das gut geht! Ist doch gleich viel besser, ha? Wunderbar! So, dann schauen wir mal, was hier gleich mit der Kokosnuss passiert. Und jetzt erstmal würde ich sagen, Sommer genießen. Genau, viel Spaß, schöne Ferien. Cheers. Cheers.
Lecker. Echt?